entsandt worden zu den Menschen und zu den Dschinnen. Und deswegen, wenn man mit den Dschinn kommuniziert, ist es grundsätzlich keine verbotene Sache. Das heißt, wenn du ihnen etwas Gutes beibringst oder sie von dir etwas Gutes lernen wollen oder wenn du sie verwendest, damit sie dir etwas Gutes tun, Beispiel Suleiman a.s. hat den Dschinn unter seiner Obhut gehabt. Ja? Und sie mussten sogar tun, was er ihnen befohlen hat. Aber wenn man von ihnen etwas verlangt und sie tun einem etwas nur, denn wenn man sie anbetet oder für sie opfert oder sie etwas macht, was haram ist, was schirk ist, dann natürlich sein Verbot, ne? Vor zweifellos, ja. Dann, liebe Geschwister, hat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So sagte er radiallahu anhu über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat: Wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er sagt, der ist ungläubig dem gegenüber, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Und das habt ihr klar und deutlich schon gesagt. Ja. Und übrigens, liebe Geschwister, wenn wir im Koran lesen oder in der Sunna lesen, dass über den Propheten, dass der Koran zum Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist, ja, Unzila, Anzalallah, hat der Koran hat Allah hat herabgesandt, dann wissen wir, dass der Koran von oben nach unten herabgesandt worden ist. Und jeder Vers, wo drin steht, dass der Koran herabgesandt worden ist, ist ein Beweis, dass Allah da oben ist und dass der Koran von oben nach unten herabgesandt worden ist. Und weiterhin auch, wenn wir sagen, der Koran ist Allahs Wort, dann wissen wir, dass Allah derjenige ist, der diese Worte gesprochen hat. Denn es gibt keine Worte, die nicht gesprochen worden sind. Ja. Es gibt keine Worte, die nicht einen Sprecher haben. Ja. Es gibt keine Worte ohne einen Sprecher. Es gibt nicht. Da kann man sich mal lassen, kann man mal ein bisschen darüber nachdenken. Ja. Gut. Ja, dann, liebe Geschwister, hat der Autor einen ähnlichen Hadith nochmal erwähnt, deswegen erwähnen wir ihn einfach kurz. Und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu in weiteren Überlieferungen: Man ata arrafen au kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gleicher Hadith wie gerade eben, nur dass er zwei Worte verwendet hat: Arraf und Kahin. Und manche Gelehrte sagen, Arraf ist das gleiche wie Kahin. Und manche sagen, Arraf ist etwas anderes. Und das werden wir sowieso gleich, inshallah, ausführlich erklären, was damit gemeint ist. Dann hat Imran ibn Husayn radiallahu anhu arda überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam folgendes gesagt hat: Laysa minna man tatayyara au tatayyara lah, au takahana au takuhina lah, au sahara au suhira lah, wa man ata kahinan saddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar hat Al-Bazzar überliefert über einen Isnad, der jayyid ist, wie der Autor sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat: Folgende Leute gehören nicht zu uns. Erstens jemand, der Tatayyur macht, also Tiyara macht, oder dem es gemacht wird. Tiyara, ich erwähne noch einmal, ist das, wenn man etwas hört oder sieht und glaubt, dass es etwas Gutes bewirkt oder Schlechtes bewirkt. Gutes Zeichen oder schlechtes Zeichen ist. Oder wenn man Wahrsagerei betreibt oder wenn für einen Wahrsagerei betrieben wird. Oder wenn man Sihr betreibt oder wenn für einen Sihr gemacht wird. Und dann sagt er, alayhi salatu wassalam, und wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er gesagt hat, der ist ungläubig dem gegenüber, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist oder was auf ihn herabgesandt worden ist. Ja. Und das Gleiche ist überliefert worden bei Tabarani in Al-Awsat über Abdullah ibn Abbas. Ja. Jetzt kurz, was ich gerade eben gesagt habe. Arraf ist auch was Folgendes. Und zwar Arraf kann sein, es bedeutet ein Wahrsager, wie auf Arabisch Kahin. Aber Arraf kann auch bedeuten Folgendes, Ähnliches. Und zwar, wenn du zu jemandem gehst und du erzählst ihm meinetwegen irgendwie von deinem Problem oder Ähnliches. Und dann anhand von Dingen, die du ihm erzählst, aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit etwas,
schließt er daraus, meinetwegen, wer Sihr über dich ausgewirkt hat. Wer Sihr gemacht hat. Also gemeint ist aus Worten, die du sagst, die natürlich keine klare Ursache sind. Also nicht, wenn ich sage, also ich, weißt du, ich gehe regelmäßig zum Zauberer so und so und ich weiß, ich habe mich verzaubert. Ja? Und dann sagt er dir, der Zauberer war der da. Ja, das ist nicht das, ja. Aber wenn du ihm irgendwie erzählst Sachen und dann erschließt er aus der Geschichte, die du erzählt hast, irgendwie, dass erschließt er daraus irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann. Irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann. Ja? Manche Gelehrte sagen, das ist ein Arraf. Und andere sagen, ein Arraf ist jemand, der dir sagt, was in deinem Herzen ist. Oder was jemand anderes denkt oder glaubt. Ja? Natürlich auch zu Rebiat, kann niemand wissen, was Allah. Das wissen nicht immer die Engel, was man im Herzen für Absichten hat. Ja? Und manche Gelehrte sagen, Wallahu alam, nichts anderes. Arraf ist genau das gleiche wie kein. Und wie gesagt, ich möchte euch das nicht vorenthalten. Warum nicht? Ja? Wie zum Beispiel, und Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Abu Abbas, er ist der Ansicht, dass dieses Wort Arraf ein Überbegriff ist für alle diese verschiedenen Formen, die wir erwähnt haben. Von Kahin oder jemand, der Sterne schaut, aus Sternen schließt, ja? Oder der jemand mit Sand spielt und daraus auch verborgene Sachen herauslesen möchte. Ja, und ähnliches, ja. Als kleine Nebensache, weil sie auch erwähnt ist, und zwar Abu Abbas, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, er war nie verheiratet und er ist einer von den wenigen großen Gelehrten, denen man den Titel Sheikh al-Islam gegeben hat, Sheikh des Islam, und jemand, der sieht, was der Mann geschrieben hat und geleistet hat in seinem Leben, allein schon, also die Bücher, die er geschrieben hat und das Wissen, was in jeder Zeile steht, die der Mann schreibt, wie viel er gewusst haben muss über die Rechtsgelehrten, über den Fiqh, über den Tafsir. Der Mann war einfach bewandert in Fiqh, in Hadith, in Tafsir, in all diesen Wissenschaften. Der weiß, dass dieser Mann zu Recht Sheikh al-Islam genannt wird. Ja? Und wer ihm diesen Titel Sheikh al-Islam aberkennen möchte, das ist eine Person, die wirklich entweder einfach Hass verspürt ihm gegenüber oder nicht weiß, was der Mann tatsächlich geleistet hat. Und meistens ist es so, die Menschen haben nicht einmal ein Buch aufgeschlagen von diesem Mann, um zu wissen, was er alles gesagt hat. Und übrigens hat er, rahimahullah, niemals geheiratet und er hat es nicht unterlassen, weil es eine Form von Askese ist, weil das ist eine christliche Form der Askese, die mit dem Islam gar nichts zu tun hat. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, war gelehrter als wir. Und er kannte sehr wohl den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass eben das Heiraten ein Teil seiner Sunna ist. Aber Allah weiß am besten Bescheid. Man sagt, manche sagen auch, er hat vielleicht Sklavinnen gehabt, Ima auf Arabisch, aber das stimmt nicht, hat er nicht gehabt, sondern man, wallahu a'lam, er war einfach nicht, hatte keine Sohn, vielleicht hat er keine starke Neigung einer Frau gegenüber gehabt, oder er, rahimahullah ta'ala, war einfach beschäftigt mit dem Dschihad, den er verwickelt hat gegen die Tataren und anderen. Und deswegen hat er nicht geheiratet. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ja? Weil manche Leute behaupten, die irgendwie was unterstellen möchten, die sagen, ja, er ist ja in Damaskus begraben, rahimahullah. Und manche sagen, er hat in seinem Grab, also neben seinem Grab ist dann noch sein Kind begraben. So Quatsch. Also, ja. Also die Leute, also... Das Einfachste, liebe Geschwister, wenn man mit jemandem diskutiert und möchte eben beweisen, dass er falsch liegt, fragt man ihn einfach, was ist dein Beweis? Und meistens ist dann das Gespräch dann schon zu Ende. Weil die meisten wird kein Beweis sein. Dann sagte Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, und zwar wurde er gefragt über, oder hat geredet über Leute, die Buchstaben schreiben, und daraus und aus Sternkonstellationen Dinge schließen aus dem Verborgenen. Und dann sagt er, radiallahu anhu ardaf, die Überlieferung ist bei Abd al-Razzaq in seinem Musannaf und al-Bayhaqi in Sunan al-Kubra, er sagt, ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Ich glaube, jemand, der sowas macht, hat keinen Anteil mehr bei Allah. Ja? Der bekommt am Jenseits gar nichts. Und offensichtlich bedeutet das, dass er Kafir ist. Ja? Weil wer behauptet, er kennt das Verborgene, oder kann das Verborgene schließen. Übrigens, die Sachen sind nicht also weit hergeholt. Inshallah ist es nicht mehr verbreitet, aber
Es gibt leider unter den Muslimen gibt es solche Sachen. Leute spielen so mit Buchstaben und Zahlen und Münzen und solche Sachen. Und dann schließen sie daraus Sachen und Allah musta'an, in einem Augenblick verlieren sie ihre ganzen Gebete, die sie gemacht haben, ganze Zakat, die sie gezahlt haben, ganze Sadaqa, jedes gute Wort, was sie gesprochen haben, jedes Hajj, die sie gemacht haben, ist einfach nicht mehr wert. Ja? Weil sie glauben, dass das verborgen ist, so ein Quatsch. Ja? Hätten sie gefragt, wäre es nicht passiert und das ist sowieso Blödsinn. Da kann ich mal sagen, also ich wollte auch einmal, habe ich mal gehört so von ein paar Leuten, die sowas machen. Und dann, weil es Leute waren, die ich kenne. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht gedacht, dass sie so einen Quatsch machen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe mal dorthin, um ihnen zu zeigen, dass es Blödsinn ist, was sie machen. Übrigens, natürlich, die müssen dann immer sich in eine Stimmung bringen. Die müssen das Licht ausmachen und dann höchstens eine Lampe an und weiß nicht was. Und natürlich schreiben sie und weiß nicht was. Und dann schreiben sie so Zahlen auf und Nummern und so. Und dann macht der eine, da haben sie so eine Münze. Und dann müssen immer zwei Leute den Finger auf die Münze tun. Und dann sagen sie, dass diese Münze bewegt sich zu einem Buchstaben oder zu einer Zahl. Und dann sagen sie, der Djinn bewegt sich die Münze durch die Hände von ihnen und möchte ihnen etwas mitteilen. Ja? Dann haben sie, und das Problem ist, dass die Katastrophe ist, wenn jeder den gesunden Glauben hat, weiß, dass es Quatsch ist, was sie einem erzählen. Aber das Traurige ist, während die das machen, bewegt sich dann die Münze. Natürlich, die bewegen sie selbst ein. Das ist kein Geheimnis. Aber die bewegen sie selbst und dann fragt der eine den anderen und sagt ihm, hast du die Münze bewegt? Sagt er, nein. Und sagt der andere, hast du auch nicht bewegt? Sagt er, nein. Und sagt jeder zum anderen, schwöre bei Allah, du hast sie nicht bewegt. Und jeder schwört bei Allah, ich habe sie nicht bewegt. Ja? Und natürlich, da kam auch nichts Großes bei raus. Also kam hier ein Quatsch raus, hat keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine Hand auch mal drauf tun. Und dann habe ich absichtlich die Münze bewegt. Und die dachte wirklich, die Münze wird sich bewegen. Ja? Die sind so leichtgläubig. Die denken wirklich, also man kann sie so leicht ärgern. Ja? Deswegen wundere ich mich gar nicht mehr über die ganzen Sekten, die es gibt im Islam. Die ganzen Pseudo-Sheikhs, diese Ahl-Bid'a, Leute wie Nazim und so ein Quatsch von Naqshbandiyya, die anfangen, den Leuten Sachen zu erzählen. Die Leute glauben alles. Die Leute glauben alles. Die erzählen einem, erst heute haben wir es gesehen, ja? Die erzählen einem, dass ihre Tariqa abstammt von Abu Bakr radiallahu anh. Ja? Und natürlich nicht von Abu Bakr, die zeigen dir den Isnad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, dann noch Sahabi, und dann geht es weiter zu ihrem Sheikh, dem großen Dajjal, der Nadim oder andere. Ja? Und dann, das Problem ist, also jetzt sagen wir mal eine Sache, jetzt objektiv betrachtet, ganz objektiv sind wir jetzt, okay? Wenn jemand, so kennen wir aus der Hadith-Wissenschaft, wenn jemand eine Bid'a überliefert, und andersrum, wenn jemand ein Mubtadi' ist, wenn jemand selbst ein Mubtadi' ist, jemand, der Bid'a macht, okay? Und er überliefert etwas, wo wir uns ja gerade darüber nicht einig sind. Ich sage, es ist eine Bid'a und er sagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Okay? Wenn er das jetzt auch noch überliefert selbst, dann niemals kann der Isnad stimmen. Das geht nicht. Weil er überliefert etwas, was seine Bid'a unterstützt. Darüber sind wir uns ja gerade nicht einig. Das heißt, er muss jemand anders finden, der ihm diese Bid'a überliefert hat. Wenn überhaupt. Okay? Allah musta'an. Naja, auf jeden Fall, das nur so am Rande überlegt. Gemerkt. Deswegen, also wie gesagt, die Leute sind so gleichgläubig, deswegen wirklich, was die Leute machen, das ist eine Sache und was die Religion sagt, ist manchmal eine ganz andere Sache. Ja. Nur falls man auf die Idee kommen sollte, was wir gerade gesagt haben mit Buchstaben und so, hat überhaupt nichts zu tun mit zum Beispiel manche Gedichte im Arabischen, erwähnen sie Worte und jeder Buchstabe bedeutet eine Zahl. Und dann sagen sie dadurch am Ende des Gedichtes zum Beispiel die Jahreszahl, an dem eine bestimmte Person gestorben ist. Oder an diesen Jahreszahl ist das Gedicht geschrieben worden. Das hat damit natürlich gar nichts zu tun. Ja? Manche Zahlen haben einfach, manche Buchstaben haben bei diesen Sachen einen bestimmten Wert. Und das war's. Ja? Aber mehr auch nicht. Aber manche Leute wenden das auch auf den Koran an. Und das ist, dann hört es aber dann auf langsam. Weil, was heißt langsam? Das ist die rote Linie überschritten. Weil der Koran wird nicht Tafsir gemacht mit so einem. In diesem Bezug Blödsinn. In diesem Bezug Blödsinn, weil es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und deswegen dürfen wir so etwas überhaupt nicht sagen, in Bezug auf den Koran. Ja. Ja. Dann, liebe Geschwister, sind wir beim nächsten Kapitel. Und zwar An-Nushra. An-Nushra bedeutet nichts anderes. Sprachlich das Trennen,
Und in der Definition bedeutet es: Hallu al-Sihri an al-Mashur.